und herzlich willkommen zu einer neuen Info-News aus Twitter, meine Damen und Herren. Ja, morgen 18 Uhr ist es soweit. SCS macht einen Special ETS 2 Livestream morgen 18 Uhr, mitteleuropäischer Zeit, auf Twitch oder dann dementsprechend auf YouTube mit SCS Software. Das bitte nicht vergessen, meine Damen und Herren, denn morgen kommt ja der neue Renault. Wir wissen es nicht, beziehungsweise nicht so genau, ob er ins Spiel kommt, aber Renault präsentiert es dann nochmal alles in Lyon in Frankreich. Und ob das dann auch ins Spiel kommt, das ist ja, wir glauben einfach ja. Wir wissen es nicht, aber wir sagen einfach mal ja. Und was noch, was ich glaube, ich weiß es nicht, nicht, dass ich was wüsste, aber es könnte sein, meine Damen, meine Herren, kann auch passieren, dass morgen eventuell sogar die 1,50 kommt oder die Waldfee. Ja, denn auf SteamDB wurde angekündigt, dass nämlich die Remove Description Public Beta, wir hatten ja ein Update von 1 GB und Public Beta ist nun raus. Das heißt, der Weg ist frei für die 1,50 und da wurde ganz viel entfernt und Dateien hast nicht gesehen, bla bla bla. Und es kann durchaus möglich sein, meine Damen und Herren, dass dann morgen auch die 1,50 kommt. Da dürft ihr morgen ganz schön gespannt sein. Und aber die History, vor 6 Stunden wurde das heute gepostet. Da bin ich mal gespannt, was bei rumkommt. Aber es kann schon gut möglich sein, dass da hier dementsprechend was kommt morgen. Also seid mal gespannt. Was da so Phase. Also morgen 18 Uhr einschalten. Und gegebenenfalls dann um 19 Uhr, schätze ich mal, es wird so eine Stunde dauern, wissen wir Bescheid, ob die 1,50 kommt oder dann halt auch nicht. Bin gespannt. Also seid morgen live dabei auf YouTube oder auf Twitch dementsprechend. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, dann gerne raus damit. Und dann schauen wir mal, würde ich sagen. In diesem Sinn, schönen Abend noch, macht's gut, bis bald und adios.